Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es ein schönes Let's Play, und zwar Scribio. Mit dabei sind Whatever Time und Charlie. Hallo. Moin. Moin, moin. So, und dann können wir, glaube ich, direkt starten hier. Genau. Selber moin. Gehen wir weg mit dem Moin. Oh, ich bin dran. Oh, verdammt. Jetzt malt er wieder irgendwas, was man nicht erkennt. Ja, ist halt so. Titten. Titten. Ein Titten mit drei Nippeln. Ich habe keine Ahnung, was er damit macht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe echt, es sind zwei Personen, so, und beides sind Brüder und die sehen genau gleich aus. Was ist es denn dann? So. Ah, ich war schneller. Ah, okay, ja. Also ohne Scheiß, daraus hätte ich nie Zwillinge erkannt. Ja, ich weiß auch nicht, wie soll man Zwillinge zeichnen. Meine Maus. Ja, du hast wieder so eine... Warte. Ja, Schlaganfallmaus. Eine eckige Maus, ganz einfach. So. Was ist das? Und fünf Buchstaben. Was? Ich weiß es. Wenn du nur sagst, ich weiß es, kriege ich immer Panik. Ja, dann gibst du mal ganz schnell ein, ne? What the? Ach Gott, echt jetzt? Jetzt erkenn ich's auch. Jetzt, wo du es erkannt hast, erkenn ich's auch, echt. Geht ja gar nicht. Komischer Kopf, ach, ey, der tut mir echt leid. Das ist ja, der voll. Ist ein bisschen verformt, deswegen ist ein Ninja geworden. Das ist aber auch. Tolle Uhr. Mund, der redet keiner. Ah, okay. Es geht nicht um schön, es geht um funktionell. Ich kann so nicht richtig zeichnen. Das geht so nicht. Ich habe erst analog geschrieben, weil hätte sein können, dass du erst digital oder analog meinst, okay. Ich meinte schon Wecker. Also falls das jetzt nicht ganz klar war. Ach, ich bin schon wieder dran, okay. Junge, hier knallt aber wieder immer die Tür. Gott, ist das hässlich. Ja, ich weiß schon, was es ist. Nicht? Als ob. Hab ich auch gedacht. Warte. Das Ding ist, mir fällt der Name nicht ein. Ah, ja, ja. Ja. Das ist Gänseblümchen. Gänseblümchen. Genau. Ja, das ist der. Für sowas brauche ich immer. Wenn das so ein komisches Eigenbart ist, brauche ich immer einen Moment. Iron Nerd is choosing a word. Ja, was nehme ich denn da? Das ist doof. Das ist alle doof. Nimm Engel. Nimm Engel. Oh. Ja. Ich probiere jetzt einfach das Ding. Okay, Engel. Acht Buchstaben. Wieder stimmt gar nicht. Du hast mich belogen. Ja, ey. Du Pirat. Oh. Ja. Ja, okay, Stiefel ist es nicht. Und dann. Ah, ich weiß, was es ist. Wenn ich das schon sehe, dann weiß ich, was es ist. Ja, ich weiß es nicht. Danke dafür. Ja, warte, du siehst es ja gleich. Oh ja, guter Insider. Das geht dann immer. Ah, ich glaube aber jetzt wirklich zu wissen, worum es geht. Also, was runter, es ist. Rauf und runter. Und ist. Ich hoffe, es ist richtig. Ja, es war es richtig, Jessie. So. Du machst die Bewegung. Ah, ja. Genau. Dankeschön. Ja. Sehr gut. Will mich verarschen, was ist alles irgendwie ziemlich. Naja, gut, wenn ihr das erkennt, dann seid ihr gut. Auf jeden Fall schon mal scheiße. Oh, verdammt, ich war noch nicht mal fertig. Ja, meine Ecke hat man immer sofort. Das ist scheiße, ich muss mir echt mehr Zeit lassen. Das hier fällt mir ja nicht.
Ja, bin jetzt mal gespannt. Schade. Echt jetzt? Ein Restaurant zur goldenen Möwe, oder was willst du da haben? Ich bin ein Idiot. Was? Ich bin so ein Idiot. Er hat es schon gesagt gehabt. Oh. Ah. Ich wollte doch das Dach rot machen, aber ja. Gott. Okay, ja. Kann man nicht machen. Ja, er hat es schon gesagt. Ja, das Rot sogar eine Möbel. Was soll ich da sagen? Mann, ist er doch mal probieren. So. So. Immer negativ bewerten. Ja. Aber jetzt nicht auch. Die Scheiße. Bin ich sehr begeistert von. Ist jetzt wunderschön geworden. Ich dachte im ersten Moment, das wäre Eiffelturm, aber so was du damals, bin ich gerade nicht so sicher. So. Dann hättest du dort schon so meinen, dass wir das erkennen, ne? Ja. Das wäre nett. Ich bin dabei. Ich weiß es. Der Olive. Das sieht aus wie eine Olive, ja. Ja, deswegen. Jetzt nicht mehr. So, dann ist da so ein. Warte, ich weiß es. Der Olive, was? Das Olive. Du hast noch 17 Sekunden. Sekunden, ja, das muss noch ein bisschen Kraft geben. Ja. Ja, aufschmücken bringt nichts. Wir sehen es trotzdem nicht. Wir erkennen es nicht. Ja, Mann. Was soll das denn sein? Oh, nicht wirklich? Fucking Ehren. Das soll ein Roulette-Tisch sein. Was sollte das sein? Roulette-Tisch. Verarschen, Alter. Hast du doch voll erkannt. Das ist wirklich alles, das würdet ihr nie erkennen. Okay, ich versuch's aber mal. Ich bin gerade die ganze Zeit bei Paris oder irgendwas mit Paris hängen geblieben. Ja, dachte ich auch. Wegen dem Eiffelturm da. Das war wirklich ein Eiffelturm, aber das war ein Eiffelturm mit Schienen, komischerweise. Ich dachte, ich probiere mal was Schweres aus. Naja. Das ist Sonne, ja. Ja, okay, das erkennt ihr, gut. Das ist auch nicht schwer. Ja, warte, das ist ja noch nicht alles. Oh Gott, was ein Rennen. Er war um eine Millisekunde schneller. Aber auch verdient. Verdient, mehr als verdient. Da müsste ich kurz was googeln. Okay, ist nicht so schwer. Wie er jetzt hier schummelt? Ja, ich mal. Der googelt einfach, was der malt. Geht gar nicht. Ich glaube, es ist eine Flagge. Ich weiß nur gerade echt nicht, was es ist. Nee. Ich finde dann. Was? Ich hab das irgendwie mit etwas anderem im Kopf, aber das ist auch Quatsch. Ich weiß es nicht. Es war richtig? Oh mein Gott, es war wirklich richtig. Ja, denk mal an oh mein Sack. Gott. Was? Denk mal an einen Dudelsack. Ja, der verarscht dich, das stimmt nicht. Was laberst du? Ich will mehr Punkte, gib mir Punkte. Ja, du, ich bin letzter, ne? Fall mal nicht rum. Und dann das Ding. Meine Güte. Was? Nee, du denkst so. Jetzt, oh, okay. Du denkst zu intelligent. Außerdem wäre das Bizeps. Eigentlich ist da der Bizeps, ja, aber das war zu kurz für Bizeps, deswegen dachte ich, das könnte eventuell sein. Ja, ich habe ihn zu muskulös gezeichnet, tut mir leid. Ja, okay. Das ist schon okay. Ich hätte 6 nehmen können, das hättest du ja nicht erkannt, Charlie. Das reicht jetzt halt das, was du nicht hast.
Es ist ein Bett. Ja, das ist doch Bett. Ja, ist es so? Es gibt noch andere, es gibt noch ein anderes Wort dafür. Ja, nein, es geht mehr um so wie Stockwerke, es gibt auch andere Begriffe für Stockwerk, weißt du? Ja. Ja, genau. Nur weil du mit der Tastatur im Arm geboren wurdest? Was? Ah, verdammt. Ja, gut. Das könnte man echt denken, der klebt da ja wirklich dran. Als ob, ich würde es auch gerade machen. Ich habe nur ein L gezeichnet. Ich verhaspel mich immer, wenn ich dann denke, oh, da tippt einer. Ich wäre schneller gewesen, wenn ich mich nicht wieder so verhaspelt gehört hätte. Ey, ist doch scheiße. Der ist doch blöd. Ich weiß genau, was du meinst. Ich bin dann auch immer so hektisch, wenn ich höre, dass jemand tippt. Ich bin auch an diese Tastatur absolut nicht gewöhnt, ne? Ist das nur Feedback? Nö. Okay. Es wird mit E geschrieben. Wir reden doch jetzt von einem Portemonnaie, oder worum geht's da? Ja. Ja, wie wird es geschrieben? Nee, also anderes Wort dafür, ne? Ja, Geldbörse haben wir. Geldbörse geschrieben. Ja, anderes Wort für das. Ja, vielleicht das hier noch. Ich kenne nur die beiden Wörter. Ich kenne nur Geldbörse und. Nee, das kennst du auch, das kennst du auch. Das ist ein anderes Wort für Sack. Ich komme nicht drauf. Ich habe noch 16 Sekunden, sag mal. Beutel. Ah. Ja, nee, ist schon mit hier. Außerdem, warum sag ich das überhaupt? Das hast du gar nicht verdient. Ja, guck doch mal nicht rum. Ich bin letzter. Ja, trotzdem, sollst du selber raten. Ja, wirklich. Ihr Liebe beim Rumheulen ist, ey. ja, ist den Arm ihm doch, der hat doch schon eine Blume im Hintern. Ja, ich bin mit der Tastatur im Arm geboren, er hat eine Blume im Hintern. Warum habe ich eine Blume im Hintern? Nee, okay, so geht das nicht. Aber wir können es einfach so machen. Nee, das ist kein Ringfirm. Warum schreibe ich so langes Wort, wenn es nur. Okay. Es ist halt. Das benutzt man so im Spiel, weißt du? Das ist ganz spitz. Er ist eine Spitzhacke. Ja, okay. Und in welchem Spiel wird das verwendet? Ganz gerne. Was, ja, Minecraft. Okay. Und wer ist der Erfinder? Markus Persson. Anderes Wort? N-O-T-C-H. Ja. Dodge. Stimmt. Das ist sein Minecraft-Name. Das ist sein. Ach. Ja. Ich hätte auch Facebook gehabt, aber das möchte ich nicht nochmal nehmen. Weißt du sofort, was ich meine? Verdammt. Alles behinderte Wörter. Ich bin mir sicher, es ist das. Ja. Was ist das? Schlangenmensch? Das sieht doch so ein bisschen aus, als wäre das ein alter Mensch, der so im Rollator geht, irgendwie falsch. Ja. Ja, er hat's. Immerhin, er kennt mich halt. Was? Wie tief kannst du gehen? Wie tief kannst, Wie tief kannst du gehen? Ich hab keine Ahnung, was das bedeuten soll. Limbo. Ach, Limbo, Gott. Ja, musste ich jetzt das ganze Wort aussprechen, bis du es fasst, oder was? Ja, und scheiße, ich habe überhaupt keinen Schimmer gehabt, was das überhaupt darstellen sollte. Ich habe mir das angeguckt und dachte, ja, Rollator ist irgendwie falsch gezeigt. Okay, das krieg ich hin. Der ist doch wahr. Verdammt. Hätte ja sein können. Oder... Wir können es ja auch mal aufschneiden hier. So. Dennis, ich habe keine Ahnung, was du da malst. Was ist das?
Ach Gott, ich weiß es, aber... Ja, okay, das ist echt ein bisschen... Ah, mal ja. Dem mal mehr Haare, würde ich sagen. Ich wollte als nächstes noch den Vogel malen, also wirklich. Hä? Vogel? Ja, Kiwi gibt's als Frucht und als Vogel. Okay. Ja, den Vogel hätte ich kein bisschen erkannt. Ah, ungebildetes Stück, du. Gibt's doch nicht sowas. Man muss ja wissen, dass Kiwi doch ein Vogel ist. Was ist das denn? Das ist ein Readback. Malst du das Bild, malst du das Wort? Jetzt schon. Hä? Guck doch mal an, wie viele Buchstaben das sind. Ja, aber warum ist das Wasser lila? Das hat mich jetzt schon ein bisschen verwirrt. Ich hab das nicht in dem Moment gesehen. Das ist Ektoplasma. Okay, ja. Ich dusche auch jeden Tag mit Ektoplasma. Ich sag dir, warum das Wasser lila ist, weil da schon Duschgel mit integriert ist. Ah, alles klar. Das ist aber hautverätzend. Das ist das Gute. Ich weiß, was es ist. Ich habe für Claymore jetzt den... Ah, wie gut. Ich hatte es halt gewusst, ne? Ohne Scheiß. Aber ich wollte Claymore schreiben. Ich musste es. Wie mache ich das denn am besten? Das hätte sogar... Von Buchstaben her, glaube ich, so gewusst. 8 Buchstaben. Es ist gelb. Gleich disliken. Ein Tampon. Boah, der ist immer, wenn du malst, weiß ich überhaupt nicht, was es werden soll. Nee. Ja, warte, kommt noch. Mein Raten kann er, aber zeichne nicht. Also verständlich, oh, das wird noch kommen. Ach, wirklich? Warte. Also das habt ihr jetzt erkannt? Ist ein Pikachu. Ja, ja, aber... Ist das kein Pikachu? Den dazu? Ach, okay. Ja, das ist einfach. Okay. Doch der ist voll Ash werden und ich hab mich voll gewundert, was er gemacht hat. Aber ey, der ja, Mario ist gut. Ne? Das habe ich nicht so ganz verstanden, Hammer. Also irgendwie. Ja, keine Ahnung, ich wusste nicht, wie ich das sonst zeichnen soll. Ist schon Liam, schön. Wir beide liefern uns ein Kopf an Kopf rennen. Ja, ich bin ja auch noch nicht ganz weg. Oh. Also das hier, warte, das mal so. Ja, ihr habt schon verstanden, welches Thema. Es geht um den, der das alles benutzt. Ich bin an der Tastatur hängen geblieben. Weil das ja gegannt hat, dass das ein Thron sein soll. Das hätte auch einfach eine Mütze sein können. Ich dachte, das wäre eine Unterhose gewesen, bin ich ganz ehrlich. Die so auf dem Kopf steht. Ja, aber da sind irgendwie nicht. Löcher falsch. Da weißt du mehr als ich, muss ich sagen. Mal Dennis schon wieder? Ah, nee. Ja, es ist wirklich schwer zu erklären, das sieht irgendwie aus wie PlayStation, aber nein. Nee, es ist 1, ja, okay, disliken kann ich voll verstehen, nein, Knöpfe auch nicht. So, wenn ich das jetzt erklären möchte, dann. Ich denke die ganze Zeit an den Fahrstuhl, oder was kommt da? Es ist gehälftet, beides. Und schon wisst ihr es eigentlich. Was? Ich hab's nicht verstanden. Es ist gehälftet? Ja, das Wort heißt Hälfte, so. Oh Gott, es ist gehälftet. Ja. Es ist schwer, das irgendwie zu zeichnen. Ganz ehrlich, ich zeig dir mal. Ich seh schon in den Kommentaren. Mal doch so, das hätte man so und so. Ich sehe in den Kommentaren schon so, ja, das hätte man so und so zeichnen können. Ich hätte das so gemacht. Selber. Ja, hätte man doch auch. Ah, ja, okay. Gut. So, jetzt kommt aber mein Wort. Das gut, ich revidiere meine Aussage von vorhin. Was meint er dafür, Antennen? Was soll das denn sein? Echt jetzt? Oh, leck mich stoppen. Yay!
Ja. Man hat es zumindest erkannt. Ja. Ey, ihr kennt das alles nicht. Okay. Okay. Erstes Wort. Grün. Ein Kleeblatt. Ja, Synonym für Glück. Ja, genau. Ich kann jetzt auch noch Spiel des Lebens und sowas hinmachen, aber... Ah, ja, okay, warte. Roulette ist auch eins davon. Ja, aber er hätte, glaube ich, nicht erkannt, dass es Glücksspiel wäre. Ich frage mich, wie Dennis das so gut, so schnell und so gut erkennt. Ich hab den Auge genauso dafür. Behindert, wie ich das tue. Er kann sich der mal genauso hässlich und dementsprechend. Ja. Wir verstehen uns. Genau. Das ist vermutlich besser. Mein Gott, ist das hässlich. Mal doch mal mit einem dünneren. Chinese Lip Better oder was? Passt zwar nicht, aber sieht ungefähr so aus. Machen wir das jetzt mal fertig hier. Ja, so die komische Tante ist eine Frau, hat ordentlich Make-up in der Fresse. Und wie nennt man das umgangssprachlich oder anders? Schampe. Ja, hab ich doch geschrieben. Nein, Schminke. Ach, du meinst die Schminke? Ich dachte, du meinst die Frau. Nein. Schlampe hätte echt gepasst. Okay. Tut mir leid, aber es ging halt wirklich für mich in die Richtung. Und die Haare, Alter, was ist das? Sieht aus wie Trump. Sind das wieder seine Zähne? Ja, aber jetzt wo du es sagst. Könnt mich mal. Ja, okay, man erkennt jetzt, dass es ein Gebirge sein soll oder sonst was. So. Ja. Also eigentlich geht es an. Warte. Das Ding. Ne? Was ich gerade gemacht habe. Ja. Und dann. Ein Spermium. Was ist das? Achso, okay. Ah, okay. Verdammt, warum bist du aber schneller? Ich warte mal, bis du tippst. Wieso hab ich immer so fiese Worte, ne? Okay, mach's einfach. Ja, mach einfach. Ja, bin fertig. Es geht um keine Viren. Ja, was? Ja, was habe ich da denn hingemacht? Ah, ne, nein. Güte. Ja, was? Aber ey, das erinnert mich an was anderes. Ja, mich auch. Das kann man jetzt auch falsch verstehen, wenn man den Kontext nicht kennt. Ja, jetzt. Oh, ich bin ja dran. Ja, das habe ich aber auch vorhin gedacht. Deswegen habe ich es auch genommen. Ah, jetzt kommen wieder hier die Insider. Ja, können wir dir gleich erklären. Wenn du mir jetzt nachher erklärst, das wäre irgendwie eine Dose oder so, dann bringe ich dich um. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ein Behältnis. Ein Behältnis, wo man Wasser drinne trägt. Ja, er hat's. Ist doch nicht so schwer, es ist ein fucking Eimer.
Ja, warum sagst du das? Ja, weil das ist halt so ein Gutmensch. Das hätte ich nie erkannt. Ja, aber das ist doch doof. Wenn man auf so 50 Ecken denkst. Ja, tut mir leid, ich bin ein komplizierter Mensch. So. Sorry. Sorry. Jetzt hier ein bisschen krüppelig. Ist ja auch ein Kackvogel. Was ist das denn? Was ist das? Ich glaube, ich weiß, was das ist. Etwas, was nie hätte leben sollen, aber ist ja egal. So. Zack, zack, zack. Ohne Scheiß, werde bitte nie Künstler. Von vorne sieht das Viech dann so aus, so, warte. Vielleicht sowas. Nein. So. So. Dann kann das Ding da die Schwanzfedern so hochstellen. Ah, okay, ach so. Ich war schneller. Wie feiere ich mich selber? Ich weiß es nicht. Ich mal was, von dem ich weiß, dass ihr es nicht erraten werdet, aber gerade deswegen ist es so lustig. Nee, wenn das einer errät, würde ich mich sehr wundern. Und Dennis wundert sich immer und immer wieder. Ich mal das. Ich weiß, aber Dennis errät viel. So meinte das, ja, das konnte. Die Beine sind vielleicht ein bisschen krüppelig geworden, aber darum geht's ja nicht. Es ist eine Person. Es ist ein Mikro. Wie hieß der noch? Wie hieß denn auch? Ja, ich weiß, dass er farbig ist. Ist mir egal, das muss die andere Person hier im Raum ja auch noch wissen. Ich weiß nur nicht, wie er noch. Es ist ein Sänger. Ja, der Zusatzname. Das ist ein Alia, Alter. Es ist ein Sänger. Kommt hier eh nicht drauf. Hab's. Was zum Fick? Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Ray C, du warst so nah dran. Oh mein Gott. Ray A, Ray B, Ray C. Ja, ja. Konntest du das erraten? Ich kenn Jay-Z. Ja, aber ich hab einfach. Ich hab jetzt an den anderen gedacht. Künstler gemalt. Das war nicht mal eine besondere Person. Gut, liebe Leute. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat gefallen. Ja, wir haben jetzt eine halbe Stunde ungefähr. Ja, haben wir jetzt gehabt. Ja. Gut. Dann sehen wir uns wohl bei der nächsten Folge, würde ich sagen, ne? Tschüss. Also mir hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Na gut, man sieht sich beim nächsten Mal, ne? Bis dann. Tschüss. Ciao. Mit Einbeziehung werden.